sollte doch die Kinder heute in die Schule fahren. Ich mach das schon. Bei dir hat sich also wieder mal was geändert, ja? Alles Gute zum Hochzeitstag. Was? Der Kinocast. Hallo und willkommen hier zur neuen Ausgabe vom Kinocast. Mit mir im Studio ist die Kate, hallo. Hallo. Und ich bin auch da, der Erik, hallo, von meiner Seite auch. Und wir sprechen natürlich über jede Menge Filme und was uns sonst noch so einfällt. Mal gucken, was es so an Serien gibt. Einfach mal. Die letzte Sneak, in der wir gewesen sind, da kam der Film Steig. Nicht. Aus. Ausrufezeichen. Ein deutscher Film, der den englischen Titel hat, Don't Get Out, steht schon in IMDb so drin. Ist ein neuer Film von Christian Alward, auf den ich eigentlich schon so ein bisschen ein Auge geworfen habe, weil der hat mich sehr, sehr begeistert 2005 mit dem Film Antikörper, wo auch schon Wotan Wilke Möhring mitgespielt hat. Ein richtig guter deutscher Krimi-Thriller, so im Stil von Schweigender Lämmer oder Sieben. So. Sehr empfehlenswerter Film und absolut abgefahren, was da so in Deutschland gemacht wurde. Also dann hat er noch zum Beispiel gemacht Fall 39 oder Pandorum, auch ein sehr cooler Film, wo ja auch Antje Trau mitgespielt hat und Ben Foster und Dennis Quaid und so. Was hat er noch so gemacht? Halbe Brüder, den fand ich ausgesprochen lustig, hätte ich nicht gedacht. Chiller of Duty war auch noch so, steht auch mit in seiner Liste, aber den habe ich noch nicht gesehen. Ja, Christian Alward, also durchaus bekannter, und hier in dem neuen Film Steig. Nicht. Aus. Ausrufezeichen. Also auch wieder mit Wotan Wilke Möhring in der Hauptrolle und außerdem noch die, wie heißt sie? Hannah Herzsprung und Christiane Paul spielen noch mit. Wir sehen Wotan Wilke Möhring, der von München aus nach Berlin fliegt eines Tages, um seine Frau zu überraschen, weil die am nächsten Tag Hochzeitstag haben. Und er hat ihr eigentlich gesagt, er muss noch bleiben und kommt erst am nächsten Tag und will sie aber überraschen. Ist schon ein bisschen aufgeregt im Flugzeug und so. Kommt dann heim, quasi am nächsten Morgen, und bevor er aber zu seiner Frau geht, weil die Fluglinie sein Gepäck verschlumpert hat, wo auch das Geschenk drin war. Air Berlin gibt es jetzt zum Glück nicht mehr. Also da sind solche Sachen doch mal an der Tagesordnung gewesen. Also ich spreche da aus Erfahrung, also nicht aus eigener. Ich habe immer versucht, solche Sachen mit Handgepäck zu reisen. Aber Kollegen ist das mehrere Mal, also in ungewohnter Häufigkeit auch mit Air Berlin passiert. Ja, jedenfalls begibt er sich dann zu seinem Kumpel, gespielt von Fahri Yardım, und seiner Frau. Und die Frau von Fahri Yardım, die hilft ihm dann schnell noch irgendwie ein Geschenk zu organisieren, weil das ist irgendwie früh am Morgen in Berlin und so, da hat noch nichts auf, und ja, die haben da ein paar Möglichkeiten, sodass er dann quasi kurz vorm Frühstück ist er dann zu Hause, und dort beginnt aber das normale Leben. Die haben ja eigentlich nicht mit ihm gerechnet, also seine Frau ist auch irgendwie ein bisschen komisch drauf, weil er jetzt unangekündigt da ist, weil sie hätte eigentlich an dem Tag irgendwie einen Termin gehabt, den hat sie aber verschoben, weil der Mann gesagt hat, er ist da noch nicht da. Deswegen ist sie auch letzt leicht angesäuert, und sie hat auch über dem ganzen Stress auch so ein bisschen den Hochzeitstag vergessen, und er steht da so ein bisschen da wie das fünfte Rad am Wagen und nimmt dann wenigstens, sagt auch, komm hier, ich nehme jetzt hier die Kinder und dampf da mal ab und bring die Kinder in die Schule. Und er wundert sich noch, als er in sein Auto einsteigt, dass das Knöpfchen nicht unten ist. Also er ist, sein Auto ist geparkt da vor so einem richtig coolen Haus, was die da haben. Und er wundert sich noch, ja, denkt sich aber nichts weiter dabei, steigt ein, und kaum sind die drin, kriegt er dann, oder haben sich in Bewegung gesetzt, kriegt er relativ schnell einen Anruf und suchen erstmal, welches Handy ist das jetzt. Und da finden sie ein Handy im Auto. Und da sagt ihnen jemand am anderen Ende so, hey, ihr dürft auf keinen Fall aussteigen, deswegen auch der Filmtitel, sonst bumm, ja, Bombe und so. Ja. Zuerst mal denken sie, ja, Scherzanruf oder so, und sie bekommen dann aber relativ schnell, um es jetzt mal spoilerfrei zu sagen, Gewissheit, dass es stimmt, ich sage jetzt nicht wie und warum, und sodass er halt mit
seinen Kindern im Auto nichts anderes tun kann, als im Auto zu bleiben. Und die Kinder müssen eigentlich in die Schule. Und dadurch, dass er ein gespanntes Verhältnis da gerade mit seiner Frau hat, die denkt halt, er hätte die Kinder entführt. Und dann kommt dann auch die Polizei mit ins Spiel. Und er hat halt den Erpresser hat er am Telefon, am Headset die ganze Zeit. Der will auch nicht, dass er auflegt. Er will halt alles mithören. Er muss diverse Telefonate über Freisprecheinrichtung im Auto tätigen, um eine riesige Summe zu organisieren für den Erpresser. Und Wotan Wilke Möhring, der arbeitet halt in so einer Investmentfirma, die in solche Bauprojekte investieren. Auch so Innenstadtbauprojekte, so. Und er ist einer von mehreren Geschäftsführern. Er muss dann die anderen auch noch mit überzeugen am Telefon, weil er darf ja nicht aussteigen, dass die halt auch das gegenzeichnen, dass sie das Geld freimachen. Er darf ihnen aber nicht sagen, warum, weshalb, wieso, also dass er gerade erpresst wird, sondern er muss denen das irgendwie anders begreiflich machen. Und ja, da lässt er sich halt ein paar Sachen einfallen. Und ja, es wird halt immer schwieriger und immer schwieriger, weil es ist zumindest mal nicht so wie bei Speed, dass er das Auto immer in Bewegung halten muss. Sie dürfen halt bloß nicht aussteigen. Und sie werden dann auch, ja, zum Beispiel auch von der Polizei blockiert, dass sie überhaupt nicht vor und nicht zurück können. Er kann ja nicht aussteigen, und weil sie dann auch denken, er hätte die Kinder entführt. Und spitzt sich alles sehr stark zu. Und er versucht dann auch parallel noch rauszubekommen, wer der Erpresser ist. Ob das jetzt jemand ist, den er irgendwie kannte, oder was der für einen Plan dahinter steckt. Ne, und so. Auf jeden Fall ein sehr, sehr spannender Film in bester Hollywood-Tradition, würde ich fast sagen, in so einer minimalistischen Thriller-Konstellation, wie man es zum Beispiel kennt von Nicht auflegen, diesen Film mit Colin Farrell, wo der in dieser Telefonzelle ist. Ja, auch sehr, ja, fast so ähnlich. Also hat mehrere Elemente von Hollywood-Filmen, die man kennt. Also zum einen eben Nicht auflegen, weil er durfte ja auch nicht auflegen. Von Speed ein bisschen was natürlich, weil das eben ein Fahrzeug ist. Und ja, dann auch noch ein paar andere Dinge, die ich jetzt nicht verraten will, weil dann das würde zu viel Hinweis auf die ganze Story geben. Ich fand es extrem spannend. Also hat Christian Albert wieder mal gezeigt, dass er Sachen, die eigentlich in Hollywood funktionieren, die sich in Deutschland aber einfach keiner traut, einfach mal, wenn man das gut macht, dann funktioniert das ganz gut. Sind ein paar wirklliche, so ein paar Facepalm-Szenen drin, wo man denkt, ach, oh Gott, was macht der jetzt? Oder warum das jetzt? Oder aber auf die über diese Szenen habe ich eigentlich relativ gut drüber weggesehen, weil der Rest einfach gepasst hat, war gut gespielt, war total, ich fand es sehr, sehr glaubwürdig da, diese Bedrohung, die da entsteht und so, und mit den Kindern und so. Und dann gibt es auch dann schnell Verletzte und müsste eigentlich jemand ins Krankenhaus und so, und er darf aber halt ja nicht aussteigen und so, und spitzt sich das alles stark zu. Ja. Klingt spannend. Ja, war überraschend gut. Also ich kann den Film durchaus empfehlen. Wer regelmäßig in die Sneak geht, hat ja die Chance, den durchaus mal zu erwischen, denn der läuft am 12. April dieses Jahr an. Ansonsten auf jeden Fall mal vormerken, auf irgendwelchen Leihlisten oder so, oder Amazon Video oder Netflix, wenn das irgendwann mal kommt. Der braucht jetzt, glaube ich, nicht unbedingt die große Leinwand. Aber für Berlin-Fans, ich denke das mal so ein bisschen an die Luise zum Beispiel, die ja auch in Berlin wohnen, auch sehr toll. Also das sind sehr viele On-Location-Shots gemacht worden. Und die Agentur Filmgesichter, mit denen ich auch in Kontakt stehe und immer mal was poste, wenn die irgendwie Schauspieler suchen für irgendwas. Die hatten den Film auch mit unterstützt gehabt, habe ich am Schluss gesehen. Also schöne, coole Produktion. Top für die Sneak, fand ich. Also wunderbar. Der Sneak eigentlich ideal. Ja. Cool. Würde ich mir, glaube ich, auch angucken. Ja. Ja, cooles Ding. Steig nicht aus. Ja, du warst ja nicht dabei in der Sneak, aber dann kannst du ja, was weiß ich, irgendwie mal nachholen dann. Okay, das war Steig nicht aus. Ich habe, warte mal, wie viele Punkte habe ich ihm gegeben? Bist du gerade auf der... Ich würde jetzt so gefühlt so, wäre ich jetzt so bei 7 bis 8, 7, vielleicht eher 7.
Steig nicht aus. Ja. Ich habe 7. Genau, der Chris auch, sehe ich gerade. Und der Fabi auch, also unsere Sneak-Clique. Jetzt habe ich es, ja. Er hat jemand noch eine Kritik geschrieben. Der Film hat Ambitionen. Ich wurde aber zumeist an Nicht-Auflegen erinnert und habe irgendwann Colin Farrells Augenbrauen vermisst. Auf eine gewisse Weise hatte ich das Gefühl, dass man mit dem ganzen Film edgy sein wollte. Was die Amis können, können wir auch. Action, Verzweiflung, Explosion, Schauspieler, die herrlich Overacting betreiben, Polizeibehörden, die sich uneins sind, alles schon mal da gewesen. Deswegen war der Film nicht unbedingt schlecht, aber auch nichts Besonderes, sagt hier jemand. Ja, also, okay. Kann jeder sehen, wie er möchte. Ich fand es eigentlich ganz angenehm, dass sich jemand in Deutschland mal sowas traut, sowas zu machen. Genauso wie bei Antikörper damals, so einen richtig düsteren Krimi-Thriller in Deutschland zu machen. Das muss man erstmal bringen. Ja, das stimmt allerdings. Das muss man sich trauen erstmal. Okay, ja, dann habt ihr jetzt unsere Wertung, also von Chris und von mir zumindest. Wie sieht es denn so mit den Sneak-Tipps aus für morgen? Hast du das schon? Also der Tipp von der Kinoleitung für morgen lautet, bis die Bombe platzt. Bis die Bombe. Da gab es ja auch schon irgendwie Tipps, ne? Ja, du hast getippt und dann hat noch der Marius getippt. Der tippt auf Molly's Game. Und da habe ich mir vorhin mal durchgelesen, was es hier geht. Und das könnte ganz gut passen, denn die Molly ist eine ehemalige Sportlerin, die nach einer Verletzung nicht mehr ihren Sport ausüben kann und über verschiedene Varianten kommt sie dann in die Welt des Underground Pokers und richtet hier Pokerturniere, illegale Pokerturniere auf. Und das klingt doch schon ganz schön nach diesem Tipp, weil das geht dann nämlich irgendwann, wie es so ist, nach hinten los und das Ganze explodiert quasi. Könnte sein. Also der Trailer ist verhofft Cooles. Ist das sowas wie das mit Will Ferrell, wo die dann so eine, sag schon. Nee, eher was Ernstes. Okay. Was Ernstes, nicht so lustig, sondern ernst. Alles also, klar. Ja. Genau. Okay. Und du hast noch getippt. Ah, was habe ich getippt? Ich weiß gar nicht mehr. Operation 12 Strong. Ah, okay. Ja, stimmt. Da geht es quasi um die Bomben beim World Trade Center. Das hatten nämlich die Kollegen von den Leinwandperlen in der Sneak Preview gehabt und wenn der Film sneakt, ist natürlich die Wahrscheinlichkeit dann auch hoch, dass der vielleicht bei uns mal aufschlägt. Ne? Ja, wobei ich den Tipp dann ein bisschen seltsam fände, wenn es hier um so ein heikles Thema geht und dann so ein flapsiger Tipp, bis die Bombe platzt. Weiß nicht. Könnte, wer weiß, schauen wir mal. Passen würde, könnte. Ich bin morgen ja leider nicht da in der Sneak Preview und da, ich weiß nicht, gehst du? Ja, bestimmt. Ich habe es eigentlich vor, ja. Dann schauen wir. Also wird es auf jeden Fall, denke ich mal, wenn du oder Chris, dann wird es bestimmt dann nächste Woche dann auch eine Sendung geben. Da werden wir mit dann Sicherheit erfahren. Was, könnte natürlich auch die Verlegerin sein, fällt mir gerade ein. Weil bei der Verlegerin geht es darum, diese. Die Frau, also Originaltitel heißt ja The Post, also die Meryl Streep spielt ja die Chefin von The Post. Tom Hanks spielt auch noch mit und die bekommt ja irgendwelche Dokumente zugespielt, die so einen großen Skandal lostreten, ja, bis die Bombe platzt vielleicht. Ja, mein erster Gedanke war irgendwie auch an ein Geheimnis, das rauskommt. Weil bis die Bombe platzt, das ist ja immer so, wenn jemand ein Geheimnis hat und dann kommt es halt raus und dann. So, ne? Aber ich habe nichts Passendes gefunden als Film. Deswegen, also ich fand Molly's Game hat da ganz gut gepasst, aber The Post würde auch passen, hast du recht. Ja, ich lese mal hier vor. Im Sommer 1971 kopiert sowieso ein Mitglied des US-Verteidigungsministeriums ein brisantes Dokument, nämlich die Pentagon-Papiere. Auf 7000 Seiten schildert das Geheimdokument, wie unter Präsident Johnson Kriegsvorbereitungen getroffen wurden. Gegenüber der Öffentlichkeit beteuert Johnson hingegen, nicht in Vietnam intervenieren zu wollen. Als Ellsberg die Dokumente veröffentlichen will, versucht die US-Regierung unter Nixon den Skandal zu vertuschen. In der renommierten Tageszeitung Post kämpft bla 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 die erste weibliche Zeitungsverlegerin um das Recht, die Papiere zu veröffentlichen. Also könnte auch passen. Startet ich aber ich schon pack's mal gleich noch zu den Tipps dazu. Startet aber schon diese Woche auch. Da kommen wir aber später dazu.
Ich habe noch, du hast beides, deine beiden gesehenen Filme, beides Heimkino, Home ne? Kino, ja. Genau, ich habe noch einen Kinofilm, den hatte ich beim letzten Mal ja schon angeteasert gehabt, dass ich den gesehen habe. Ich habe irgendwie ganz vergessen, irgendwie drüber zu sprechen, weil ich hatte den auch an dem einen Sonntag geguckt und da hatten wir ja irgendwie so viele andere Filme, über die wir gesprochen haben. Und da ist mir das irgendwie völlig durch die Lappen gegangen. Ich habe es dann irgendwie bei Letterboxd gesehen, dass ich den ja auch geguckt hatte. Und egal, es geht um Three Billboards Outside Ebbing, Missouri. Das ist quasi in meinem Oscar-Check die nächste Checkbox gewesen, die ich antickern konnte. Denn jeder, der sich in irgendeiner Weise wenigstens ein bisschen für Filme interessiert, wird wissen, um was es hier geht. Also der ist ja Golden Globe Gewinner und nominiert für diverse Oscars. Die Hauptrolle spielt Frances McDormand, Sam Rockwell spielt auch noch eine Rolle, Woody Harrelson ist auch mit dabei und gemacht ist das Ganze von dem Regisseur von Brücke sehen und sterben und Sieben Psychos, die man auch zumindest, ich habe beide in der Sneak gesehen, ich glaube Brücke war noch in Gera, wenn ich mich recht erinnere. Also kann man schon erahnen, dass das jetzt nicht gerade irgendwie eine geradlinige, langweilige Geschichte wird, die da erzählt wird, bei dem Regisseur und der bisherigen Vita. Es geht darum, wir sehen relativ am Anfang schon eigentlich diese entscheidende Szene, nämlich dass die Frau, gespielt von Frances McDormand, die fährt an diesen drei großen Billboards, die man in den USA so an der Straße stehen halt teilweise so riesige Werbetafeln. Und insbesondere, wenn man in irgendwelche kleineren Städte reinfährt, da steht halt da, ja, gucken Sie hier, sehen Sie hier, was weiß ich, den weltgrößten Tropfstein oder irgendwie das größte Krokodil oder irgendwas. Und die drei Billboards, die relativ in der Nähe von ihrem Haus sind, die sind aber nicht mehr benutzt. Also das sind wirklich nur noch Holztafeln, weil in dieser Stadt in Ebbing, Missouri, ist halt irgendwie auch so ein bisschen der Hund begraben. Und sie geht dann zu dieser Firma, die für diese Billboards verantwortlich ist und erkundigt sich so, was das kosten würde und was dann so die Richtlinien sind, was man da draufschreiben darf und was nicht. Und dann, was man ja auch schon im Trailer sieht oder wer sich ein bisschen für den Film interessiert, da steht halt dann drauf, so sinngemäß, ja, lieber Herr Sheriff, sowieso, ja, warum machen Sie nichts oder Untätigkeit und sowas. Und das ist natürlich in so einer Kleinstadt, bringt das gewaltig Aufsehen mit sich, denn der Sheriff ist halt dort eine ziemliche Autoritätsperson. Der steht quasi fast noch über diesen Bürgermeister in so einer kleinen Stadt. Und wir erfahren dann so peu à peu, dass Frances McDormand ihre Tochter verloren hat. Und dieser Kriminalfall ist halt nie aufgelöst worden. Also man hat nie jemanden gefunden und das ist alles noch sehr mysteriös, was da passiert ist, und sie unterstellt halt der Polizei eine Untätigkeit, was nicht gerade weit hergeholt ist, diese Vermutung, denn wir sehen dann auch den Deputy Sheriff, nämlich gespielt von Sam Rockwell, auch absolut großartig gespielt, der wirklich nichts tut während seiner Arbeitszeit, ja, der liest Comics und macht nur Scheiße und Woody Harrelson, der den großen Sheriff spielt, der hat aber auch, jetzt muss ich ein bisschen überlegen, wie viel ich, das kann man doch noch erzählen. Der hat nämlich noch ein gesundheitliches Problem, sodass er wahrscheinlich auch nicht mehr wahnsinnig lange zu leben hat. Wir kennen das ja so ein bisschen aus Nocturnal Animals. Und er würde halt gern, bevor da bei ihm irgendwas zu Ende geht, würde er halt schon gerne diesen Fall wenigstens noch in eine gewisse Spur gelenkt haben oder ja, mit der Frau, mit Frances McDormand irgendwie ins Reine kommen, damit er nicht mit irgendeiner, ja, damit er nicht irgendwie verstirbt und hat irgendwie das Gefühl, da ist noch nicht alles im Reinen, ja. Und ja, er begibt sich dann auch zu ihr und redet mal ihr, was eine absolut starke Szene ist. Das ist wirklich, wirklich toll, wie die beiden miteinander reden, weil sie ist nun total, ja, sie hat eigentlich einen ziemlichen Hass auf ihn, weil er nach ihrer Meinung nach nichts tut und gleichzeitig ist sie aber auch sehr, hat sie diesen schmerzlichen Verlust erlitten, den sie auch noch nicht ganz, was heißt, das kann man eigentlich nie überwinden, aber der immer noch sehr, sehr stark ist und Woody Harrelson kommt zu ihr und
er hat nun auch nicht mehr so lange zu leben und er versucht es halt ihr zu erklären, auch wie so die Abläufe sind bei der Polizei. Und das ist eine ganz, ganz starke Szene. Und ich glaube, allzu viel mehr will ich auch mal gar nicht verraten. Es geht dann halt wirklich darum, wie das Ganze angeschoben wird, dass wieder ermittelt wird. Aber es geht nicht um, es ist kein Polizeikrimi-Ermittlungsthriller, so wer war das jetzt, sondern es geht eher um diese ganze Kleinstadt. Wie tickt so eine Kleinstadt? Was passiert, wenn da mal jemand wirklich so mit der flachen Hand aufs Wasser haut und da einfach mal so jemanden öffentlich anzählt? Wie ist so diese Gemengelage in der Stadt? Wer kann da mit wem und wer verbündet sich mit wem und wer hält zu ihr und wer hält zu ihr? Und dieses, was so nach und nach so peu à peu erzählt wird, ist wirklich absolut einmalig, der Film. Also ich fand den wirklich großartig. Es war bis jetzt für mich, ich habe jetzt schon einige in der Oscar-Vorbereitung geguckt, das ist für mich bis jetzt mein Oscar-Film. Ich habe jetzt noch nicht alle geguckt, ne? Also dem würde ich es am meisten gönnen, weil der hat mir persönlich gefallen, kann man es nicht sagen. Es ist eigentlich nicht so ein Film, der einen irgendwie gefällt, wo man sagt, boah, der hat mir jetzt total gut gefallen, sondern es ist einfach ein richtig toller, guter Film. Er ist einfach genial gespielt, in jeder Rolle, also jeder, der in diesem, bis auf eine Nebenrolle, also von die Frances McDormand, die hat so einen Ex-Mann und der hat eine neue, die ist ein bisschen schauspielerisch gesehen, ja, eher so am unteren Ende des Limits, ne? Aber. Und wem wird die denn gespielt? Muss ich mal nachgucken hier, weil die kannte ich jetzt nicht. War halt, die sollte halt auch nicht so nach vorne irgendwie stechen. Die sollte halt einfach so ein Dummchen sein, die der jetzt hat. Und das war schon so als Dummchen ausgelegt. Ja, ich weiß gar nicht, war das die Gabriella hier? Da spielt ja auch Peter Dinklage mit. Ja, genau. Game of Thrones. Cool. Hat auch eine coole Rolle, der dann auch ihr ein bisschen mithilft. Frances McDormand. Und der hat auch, er macht ihr auch Avancen. Und ja, es ist einfach, der Film lebt von seinen Charakteren, von diesen ganzen Zuständen da in dieser Kleinstadt. Wer da mit wem und wer da nicht mit wem. Und ja, übrigens die Rolle von, Lucas Hedges spielt auch mit. Der hat ja bei Manchester by the Sea mitgespielt. Und auch bei Lady Bird, der ja auch Oscar nominiert ist, der spielt hier den Robbie, der, ach so, habe ich gar nicht erzählt, sie hat nämlich noch einen Sohn und der, das ist quasi ihr Sohn und dem seine ältere Schwester ist halt umgekommen. Und Lucas Hedges, welche Rolle ist das in Manchester by the Sea? Ist das der Sohn? Das ist der Sohn, genau, mit dem ja, er. Ja, okay, aber der sieht viel älter aus. Jetzt inzwischen auf dem Bild sieht er jetzt viel älter aus. Ach so, ja, gut. Das ist wie 2016. Werden ja alle nicht jünger hier, ne? Also ja. Hier, die Webel sieht er noch. Aber, also Hut ab vor dem seiner Rollenauswahl oder vor seinem Manager oder ja, Berater, der ihm zu den Filmen rät. Also Hut ab, ne? Also richtig gute Filmauswahl. Three Billboards, Manchester by the Sea, Lady Bird, Hammer. Also in den jungen Jahren schon in solchen richtig, richtig guten Filmen. Echt gut. Also Three Billboards von mir irgendwie 9,5 von 10. Die 10 hat er bei mir deswegen nicht, weil das ist so ein Film, den hab ich gesehen, den werde ich mir vielleicht auch ein, zwei Mal angucken oder so. Aber das ist jetzt nicht so ein Film, der mich so voll und ganz, wo ich sage, oh, den kannst du jederzeit einfach gucken, weil der einfach das Thema viel zu schwer ist. Das ist einfach, das ist auch so irgendwie derselbe Grund, weshalb ich mir auch nicht irgendwie Breaking Bad als Blu-ray-Box gekauft habe, weil das genauso ein Thema ist. Ja, das ist, es zieht einen einfach so runter. Oder Black Mirror kann ich auch maximal eine Folge gucken, weil das zieht einen irgendwie. Nein. Ja, eine Folge pro Tag, weil ansonsten nimmt mich das zu sehr mit, dann die ganzen Themen. Weil ich habe die letzte Staffel an einem Tag geguckt. Nee. Ist halt persönliches Ding, das nimmt mich dann zu sehr mit und genauso hieß es hier auch, ne, dieses ganze Thema, gerade, wenn Eltern ihre Kinder verlieren und so, das nimmt mich schon auch sehr, sehr mit, solche Themen und das ist jetzt nicht so ein Film, den ich mir gerne nochmal anschauen würde, im Sinne von, ach, der ist so schön, da kann ich mich richtig reinfühlen oder so, sondern der ist einfach
großartig gespielt und gedreht und Drehbuch und alles top. Aber so zum gerne gucken, also für mich jetzt nicht, aber Top-Film. Absolut empfehlenswert. Den sollte jeder, der irgendwas mit irgendwie ein bisschen Filmbegeisterung hat, sollte den vor den Oscars noch gucken, weil ich glaube, der hat gute Chancen und dann wüsstet ihr auch gleich, um was es da überhaupt geht. Und ich habe ihn in OV geschaut gehabt und hier im Corso und genau, das war echt gut. Ja. Empfehlenswert. Three Billboards Outside Ebbing, Missouri. Ich bin gespannt auf eure Kommentare da draußen. Gibt es eigentlich jemanden, dem der nicht gefallen hat? Bis jetzt habe ich nur welche getroffen, gefallen hat. Aber mal sehen. Du hast auch was geschaut. Den einen kenne ich, den anderen nicht. Ich hatte irgendwie heute meinen 2016er Tag. Weil ich habe auf Sky vor längerer Zeit schon zwei Filme aufgenommen. Und heute habe ich so durchgesäppt bei den Aufnahmen und dachte so, ach, jetzt guckst du mal einen davon an. Und dann habe ich mich für Girl on the Train entschieden. Und der Witz ist, ich habe bestimmt den Trailer gesehen. Ich bin mir sicher, ich habe den irgendwann mal gesehen. Und ich meine auch, dass wir schon mal drüber gesprochen haben, hier im Podcast über den Film. Aber ich hatte was ganz anderes erwartet. Okay. Ich weiß nicht warum. Also ich wusste so, es geht um eine Frau, die jeden Tag mit dem Zug fährt und immer so eine Häuserreihe oder so ein Haus beobachtet und ein Pärchen, was in dem Haus wohnt. So. Und dann passiert irgendwas. Und ist auch das, was der Trailer verrät. Mehr sagt der Trailer ja nicht. Mehr, ne? Verrät er auch ganz bewusst nicht. Warte mal ganz kurz. Meine Katze legt gerade hier sich da nieder und räumt meinen Tisch um. So. Und dann fängt der Film an und ich war fast geschockt. Ja, weil wir haben hier eine wunderbare Emily Blunt, die, ich weiß gar nicht, der Film ist ja schon lange her, ich meine, ich muss jetzt ein bisschen spoilern, um zu erklären, warum ich so geschockt war. Emily Blunt spielt eine Alkoholikerin, die jeden Tag an dieser Häuserreihe vorbeifährt und wieder zurückfährt und ein Pärchen in einem Haus beobachtet. Und nach kommt raus, dass zwei Häuser weiter ihr Ex-Mann lebt, in dem Haus, in dem sie auch schon gelebt hat mit ihm. Und sie beobachtet also quasi das Haus dieser Nachbarn und ihr eigenes oder ihr ehemaliges Haus. Und eines Tages beobachtet sie halt bei diesem perfekten Pärchen, was sie da sieht. Sie sieht die immer und sie sind immer glücklich. Und sie sagt dann auch immer so, ja, die führen das Leben, was eigentlich ich haben sollte und so. Und eines Tages sieht sie die Frau mit einem anderen Mann auf dem Balkon stehen und meint auch, dass die sich küssen und so. Und diese Frau verschwindet dann einen Tag später oder so. Und sie wacht auf am nächsten Morgen und ist blutverschmiert und hat keine Erinnerung, Blackout vom vielen Alkohol trinken und so. Und sie weiß halt nicht so genau, hat sie damit zu tun mit diesem Verschwinden, weil sie hat ja diese Frau und dieses Haus immer beobachtet und so. Und das fügt sich dann während dem Film so nach und nach in ein Ergebnis zusammen, womit ich nicht gerechnet habe. Also die Wende am Schluss, mit der habe ich nicht gerechnet. Aber ich habe auch mit der ganzen Story von diesem Film nicht so gerechnet. Und ich frage mich auch, warum der Film Girl on the Train heißt. Weil klar, ich werde immer hin und her und beobachtet das Haus, aber im Endeffekt geht es ja gar nicht darum, dass sie in dem Zug sitzt und es sieht, sondern es geht um das Drumherum. Und also die schauspielerische Leistung von Emily Blunt, heilige Makrele, also wie man so jemanden so überzeugend spielen kann, fand ich großartig. Aber die Story von dem Film hat mich überhaupt nicht gecatcht, weil das war mir alles zu undurchsichtig. Das war auch von ihrem Ex-Mann, die neue Frau, die war mir nicht ganz geheuer, die war irgendwie komisch. Und dieses Nachbarpärchen, also ich fand das von der Grundtonart des Films irgendwie störend. Also ich konnte mit dem Film dazu wirklich viel anfangen. Ich meine auch, dass du den auch nicht so gut fandest damals, glaub, ne? Ich habe gerade nochmal nachgeschaut. Ich habe drei
hier bei Letterboxd 3 von 5 gegeben, also so durchschnittlich, ja, so ein bisschen drüber. Was mich halt, der Anfang, dieses Mysteriöse, worum geht's da und so, die fährt halt immer da vorbei und sieht da das Haus und ja, plötzlich ist die weg und was ist da und so. Das fand ich ja noch ganz interessant, aber wo es dann darum geht, ja, also das kann man jetzt nicht spoilern, ne? Aber wo dann so ein bisschen sich das auflöst und also das war dann irgendwie nicht so ganz so, da hätte ich mir dann doch irgendwie ein bisschen was anderes gewünscht, aber die mussten sich halt, es war ja irgendwie ein sehr beliebtes Buch und die konnten ja nicht irgendwie den Weg verlassen, ne? Was ich halt einfach ein bisschen, also was ich halt sehr störend fand, war, dass der Trailer von dem Film was ganz anderes hergibt, weil, also wenn ich mir den Trailer angucke und auch das Filmposter zum Film, da sieht Emily Blunt für mich wie eine ganz normale Frau aus, wie eine ganz normale Frau, die Zug fährt, so. Und in Wahrheit ist sie eigentlich total abgefuckt, sieht die ganze Zeit total verheult und verquollen aus und halt wie trinkt da die ganze Zeit ihren Wodka aus ihrer Wasserflasche, ja, und hat ihre kleinen Fläschchen dabei und was weiß ich und zieht halt immer total durch aus und im Trailer und so kommt es überhaupt gar nicht rüber. Ich dachte, das ist so ein bisschen so ein Ermittlerfilm, weißt du, dass die da was Ungewöhnliches beobachtet, weil sie da halt jeden Tag dran vorbeifährt und dann versucht da rauszufinden, was da los ist. Ja, dass da irgendwas passiert da ist oder so, weißt du, à la das Fenster zum Hof oder so. Ja, genau. Sowas hatte ich erwartet und nicht eine zugedröhnte Emily Blunt, die hier versucht, irgendwie aufzuklären, ob sie jemanden umgebracht hat oder nicht. Und das, weiß nicht, das war total irreführend. Ja, das, ich kann mich jetzt, wo du so erzählst, erinnere ich mich auch immer mehr dran, was so meine Kritikpunkte waren. Also das. Ja. Also schauspielerisch hat sie das toll gemacht, gar keine Frage, aber ich fand einfach die Story von dem Film irgendwie sehr schwammig. Also ich bin da auch wirklich nur so bei 4 Punkten von 10. Das ist, weiß nicht, komischer Film. Okay. Ja. Weiß nicht, vielleicht das Buch besser. Vielleicht muss ich das Buch lesen. Vielleicht könnte sein, dass da irgendwie das noch ein bisschen anders aufgebaut wird oder so. Wer weiß. Naja. No. Dann. Hast du noch einen Film gesehen? Nicht, dass ich wüsste. Ich habe auch, glaube ich, keinen mehr eingetragen, oder? Ja, dann darf ja ich mit meinem 2016er Jahr weitermachen. Warte mal, ich habe doch noch, glaube ich, einen, ne? Oder? Ach, ich dachte, du hast zwei Sachen. Ich habe noch Collateral Beauty, stimmt. Ich habe noch Collateral Beauty, Verborgene Schönheit geguckt. Der lief ja auch jetzt auf Sky mit Will Smith in der Hauptrolle. Und jetzt muss ich mir mal ganz kurz, weil das schon eine Weile her ist, aufrufen, worum es da überhaupt genau ging. Ich weiß nicht, es ging um einen Agenturleiter, der hat irgendwie vor ein paar Jahren so eine Werbeagentur oder sowas aufgebaut und der hat, der steckt in einer ziemlichen Krise, in einer ziemlichen Depression, weil ja bei ihm da eine ziemliche Tragödie passiert ist und er versucht sich da halt jetzt, ja, also seine Freunde versuchen ihm da zu helfen. Und er hat nämlich anonym Leserbriefe geschrieben gehabt an, das muss ich überlegen, an Tod, an Schönheit und an Liebe oder irgend sowas. Also an irgendwie drei Namen, drei Eigenschaften oder drei bestimmte, ja, weiß nicht, hat er halt so riesenlange Briefe geschrieben und seine Freunde, unter anderem Edward Norton und Michael Penner und Kate Winslet und so, die sind da alle mit dabei, die kommen halt auf die Idee, dass sie drei Schauspieler anheuern, die quasi ihm gegenüber so spielen, als hätten sie die Briefe empfangen. Also eine, die den Tod spielt, gespielt von Helen Mirren. Okay. Und die müssen dann halt, die versuchen das dann immer so zu machen, dass wenn zum Beispiel Kate Winslet da mit im Raum ist und die andere, dann tut Kate Winslet so, als sieht die Helen Mirren zum Beispiel gar nicht, ja, also als wäre die wirklich, als würde nur Will Smith die sehen und nur mit ihr reden können und auf die Weise wird er quasi so ein bisschen therapiert, weil er halt mit denen über alles Mögliche reden kann, während er seinen Freunden gegenüber sehr verschlossen war, aber mit diesen Personen, denen er sich eh schon in seinen Briefen geöffnet hatte,
öffnet er sich halt ein bisschen mehr. Ja, es ist halt genauso cheesy, wie es jetzt sich anhört, ist es auch. Es ist halt so eine, ja, so eine Will Smith-Geschichte mit, ja, wo irgend so was Dramatisches passiert ist und man kann sich nur ungefähr denken, wie es ausgeht, schon am Anfang. Und nichts Besonderes, der Film, leider. Ich habe den auch nur so irgendwie nebenbei laufen gehabt. Hat mich jetzt nicht besonders gefesselt. Hm? Wolltest du was das fragen? Das erinnert mich irgendwie so ein bisschen an den Geist der Weihnacht. Kennst du diese Weihnachtsgeschichte-Filme mit dem Geist, mit diesen drei Geistern, die da in der Nacht kommen? Nee. Es gibt so eine Weihnachtsgeschichte über so einen verbitterten alten Mann und in einer Nacht erscheinen ihm drei Geister der vergangenen, der gegenwärtigen und der zukünftigen Weihnacht. Und dann, wenn er die Nacht überstanden hat, ist er ein ganz netter Kerl. Hm. Also das erinnert mich jetzt irgendwie daran. Also ich lese es gerade hier nochmal. Also bei ihm ist es Liebe, Zeit und Tod. Also eine spielt dann, ich glaube, die, ach, wie heißt sie? Die eine, mal gucken, ob ich es. Ich finde es gerade nicht. Vielleicht fällt es mir noch ein, wie die Schauspielerin ist. Die spielt halt die Liebe. Der andere spielt die Zeit und die Helen Mirren spielt den Tod. Und ja, dann begegnen sie ihm halt und sprechen mit ihm. Und ja, an sich, ja, aus der Rubrik hätte gut werden können, also, aber ist halt nicht so. Also wer Will Smith irgendwie leiden sehen will, das mag er irgendwie auch gern, solche Rollen, wo er so ein bisschen leidet. Ne? Ja, so seelisch leidet er, ne? Ja, der kann hier mal reingucken. Das war's schon bei mir, Verborgene Schönheit. Mach du mal weiter mit deinem 2016, obwohl von wann war Mainz eigentlich? Ja, wobei ich glaube, ich gesehen habe, dass er sogar 2015 ist. Ich muss es nochmal kurz gucken. Nee, der kam erst 2016 in die Kinos. Okay, dann habe ich Glück. Dann passt. Und zwar habe ich noch gesehen Visions. Ein Horrorfilm mit Ayla Fischer. Mhm. Und Ayla Fischer war mal ganz schön mopsig im Gesicht, muss ich mal sagen. Also da 2016 hat die ganz schön Specki im Gesicht gehabt. So, weil ich habe sie erst gar nicht erkannt, dass sie es ist. Erst so aus so ein paar Blickwinkeln hat man dann erkannt mit ihren roten Haaren und so. Ich so dachte, das ist Ayla Fischer, nur halt um einiges jünger, als ich sie gewohnt bin. Ayla Fischer hatte einen, oder beziehungsweise Eve, wie sie im Film heißt, hatte einen tragischen Unfall. Dabei kam ihr ist nichts passiert, sie war auch nicht schuld an dem Unfall, aber bei dem anderen Auto war ein Kind mit an Bord und das ist verstorben. Und sie gibt sich da halt massiv die Schuld an, obwohl sie gar nicht am Unfall schuld war. Also so. Und dieses Trauma sitzt ganz schön tief und deswegen hat dann ihr Mann und sie haben entschlossen, ein bisschen wegzuziehen. Und zwar ziehen sie auf ein Weingut in Kalifornien, das haben sie gekauft. Und ihr Mann will so ein bisschen ins Weingeschäft einsteigen. Und ja, und dann haben sich da halt so ein bisschen häuslich sich eingerichtet. Und der Unfall ist jetzt ein Jahr her. Also sie sind auch irgendwie runter von Medikamenten und so. Sie ist auch schwanger, also sie erwartet ihr erstes Kind. Und es pendelt sich so langsam wieder ein, bis sie dann anfängt, in dem Haus Geräusche zu hören. Oh. Und plötzlich auch Sachen zu sehen, die nicht da sind. Also sie sieht plötzlich von jetzt auf nachher einen blutigen Handabdruck auf der Wand, der dann plötzlich wieder verschwindet. Oder im Wohnzimmer auf dem Boden liegt eine Waffe. Und dann holt sie ihren Mann total erschrocken und die Waffe ist nicht mehr da. Oder es klopft an der Tür, dabei klopft es gar nicht. Also lauter so Sachen, ja, die für sich einzeln genommen überhaupt gar keinen Sinn ergeben. Und sie glaubt halt, sie wird verrückt. Und dann ihr Arzt, gespielt von Jim Parsons, ihr Arzt sagt dann, sie müsste doch wieder Medikamente nehmen. Weil das könnte noch von diesem posttraumatischen Stress kommen und von dem Unfall und dass sie jetzt ein bisschen durchdreht, auch weil sie jetzt selber schwanger ist und so. Und dann finden sie irgendwie ein Medikament, was dem Kind nicht schadet und deswegen nimmt sie dann doch die Medikamente und dann ist eigentlich soweit auch alles gut und tut auch Freunde finden und alles. Also soweit passiert da nichts Dramatisches, gibt dann auch wie so einen Zeitsprung, da ist dann richtig Babybauch da und so. Und ihre Freundin kommt aus dem Urlaub wieder, hat sie im Schwangerschafts-Yoga-Kurs kennengelernt und die war irgendwie im Urlaub und kommt dann wieder und sagt dann, oh, du darfst die Medikamente nicht nehmen, um Gottes Willen.
Nachher passiert doch was, das weiß man doch nie und irgendwann ist immer der Erste und bla. Und dann versuchen sie auch ein bisschen rauszufinden, was ist denn die Geschichte von dem Haus, wer hat da vorher gewohnt, wer könnte da ein bisschen was drüber wissen. Und sie trifft dann auf eine Frau, die berichtet, dass schon ganz viele andere Frauen auch so Visionen hatten in dem Haus und auch alle ähnlich waren. Aber sie hat da auch versucht, einen Sinn dahinter zu sehen. Aber das Problem bei so Visionen ist, die sind nicht zeitgebunden. Also es könnten auch Visionen aus der Zukunft oder aus der Vergangenheit sein. Und deswegen kann man das nie so direkt zusammenpacken, was es da wirklich mit auf sich hat. Und die Ayla Fischer, die will aber rausfinden, was da wirklich los ist und setzt die Tabletten wieder ab und bumm, gehen ihre Visionen wieder los. Genau. Und dann findet sie tatsächlich auch raus, was es damit auf sich hat. Denn eines Nachts deuten sich so Sachen an, die sie schon gesehen hat in ihren Visionen. Und dann ist ihr klar, diese ganzen Visionen, die sie hatte, laufen auf diese eine spezielle Nacht hinaus. Und das, was man ihr quasi Vorwarnungen geschickt hat, wird jetzt wahr, heute Nacht. Und sie versucht halt, ihren Mann und sich zu retten. Aber ihr Mann glaubt ihr halt nicht. Der hat dann erstmal den Arzt und die beste Freundin einbestellt, so eine Intervention und so. So von wegen, vielleicht sollte man ins Krankenhaus gehen, bis dann tatsächlich die Hölle über die Erde hineinbricht und passiert, was passieren muss. Die Visionen werden wahr. Und ja, und dann ist halt die Frage, kommen sie da raus oder nicht? Das verrate ich jetzt natürlich nicht, aber auch ein sehr abstruser Film. Also, puh, warum der Horror heißt, weiß ich nicht, weil wirklich horrormäßig ist er nicht. Er hat so ein paar kleine Schreckmomente, aber jetzt nichts, hast das mehr mit der Musik gespielt, dass du dich erschreckst, als wie, dass da plötzlich jemand in der Tür steht oder so. Also, hast eher so ein plötzliches BAM in der Musik, ja, wo du zusammenzuckst, weil dich erschreckst, weil plötzlich so laut ist, ja. So ein Und nicht, weil da Jumpscare. plötzlich ein, ja, nicht, weil da plötzlich der Blutabdruck an der Wand ist oder so, ne? Also, ach, schwierig auch die Geschichte dahinter, also wie sich es dann zum Schluss auflöst, ist ein bisschen seltsam. Verstehe ich jetzt nicht, weil das anscheinend ja an dieses Haus gebunden ist, diese Vision. Und eigentlich hat es ja eher mehr mit ihr selber zu tun. Und ja, und keine Ahnung, ist irgendwie ein bisschen komisch. Ich weiß auch nicht. Seltsam. Ja, ich bin Habe ich auch gerade. nur so mit 5 Punkten oder so bewertet. Ich bin gerade bei Movie Pilot, habe ich auch mal danach geguckt. Visions präsentiert sich als uninspirierter und größtenteils spannungsarmer Gruselhorror, der erst gegen Ende halbwegs spannend wird. Und irgendjemand schreibt noch irgendwie einen Twist kurz vorm Ende, ändert auch nichts mehr dran, dass der ganze Film scheiße ist. tja, Ja, naja. nee, aber der Witz ist ja, dass tatsächlich diese ganzen Visionen in der einen Nacht dann erklärt werden, die dann auch einen Zusammenhang geben. Und auch so, es gab so ein paar Sachen, wo ich gedacht habe, Alter. So, und die wurden dann auch erklärt, warum ich das so nervig fand. Und das wiederum fand ich gut. Also, das war nicht einfach nur, dass mich das Skript oder also da gab es eine, die hat immer das Gleiche gesagt quasi. Also immer wieder dasselbe wiederholt. Und war so ganz bemüht drauf, dass das auch. Ja, das eingehalten wird und so. Das hat sie immer wieder gesagt. Und das ging mir voll auf die Nerven. Ich so, sag mal, haben die für die Frau keinen anderen Text? Ja. Und zum Schluss hat sich's dann auch aufgeklärt, warum sie da so versessen drauf war und so. Und ja, aber alles in allem schwieriger Film. Komisch. Komisch, ganz komisch. Naja, Vision halt, ne? Ich hätte ja fast noch einen dritten Film geguckt, aber ich habe erst die erste Stunde davon geschafft und der hat über 2,5 Stunden. Gibst du da so punktemäßig? Bei Visions Ja. 5. Fünf, okay. So maximal. So, Outside War ganz nett, 9,5. aber. Achso, ich habe bei Collateral Beauty noch nichts gegeben. Ich gebe da 4. Ja. Okay. Damit wir hier das Genau. alles hier ordentlich zu Buche haben. Alles ordentlich verbucht, genau. Aber wir werfen mal einen Blick, was vielleicht so Neues im Kino läuft und hier in den Kinocharts ist in Stuttgart. Vielleicht ist ja da irgendwas dabei. Kinocharts und Neustarts. Beginnen mal mit den Charts. Platz 10 hier in Stuttgart ist Criminal Squad. Leider jetzt schon wieder ein bisschen gefallen seit letzter Woche, obwohl das ein richtig guter Film ist. Also kann man Naja, durchaus. ich bin eingeschlafen. Ach, du bist nicht repräsentativ hier.
Also, ein Männerfilm, das stimmt. Kein Mann ist eingeschlafen in diesem Film. Also wer zum Beispiel GTA oder sowas mag, der muss unbedingt mal dafür. Ja, Platz 9, dieses bescheuerte Herz. Hier schlafen die Männer ein und die Frauen sind voll dabei. Platz 8, alles Geld der Welt. In einer, ach so, das ist der Film, wo Christopher Plummer die Rolle von Kevin Spacey übernommen hat, ne? So kurz vor, ja. Kurz auf knapp. Den wollte ich eigentlich auch gucken, ja. Aber irgendwie vergesse ich jedes Mal den Titel irgendwie. Wann sind die Oscars? Bald. Am 4. Ich habe am 4. März Urlaub beantragt, ja. Weil eine Nacht vorher am 4. März sind die Oscars, genau, am 5. habe ich Urlaub beantragt. Ich habe überlegt, ob ich auch Urlaub will. Ja. Und auch guck. Ja, okay, warte. Platz 7, Hilfe, ich habe meine Eltern geschrumpft. Platz 6, der empfehlenswerte Film. Three Billboards Outside Ebbing, Missouri. Finde ich ein bisschen schade, dass Woody Harrelson und Sam Rockwell quasi in einer Kategorie nominiert sind, nämlich beide als beste Nebendarsteller, wobei Sam Rockwell ist eigentlich ein Hauptdarsteller hier in dem Film. Also der ist eigentlich der männliche Counterpart zu Frances McDormand und macht das wirklich gut. Er hätte eigentlich bei den männlichen Hauptdarstellern mit rein müssen, aber na gut. Platz 5, Die kleine Hexe. Platz 4, Black Panther. Und, war der schon? Nee. Nein. Ah, da müsst ihr doch rein hier, Mensch. Nein, zu viel Arbeit, zu viel. Nein. Interessiert mich auch irgendwie gar nicht. Echt? Nee. Ich habe, als wir heute zurückgefahren sind hier aus der alten Heimat, habe ich im Radio irgendwo, was war das? Keine Ahnung, irgendein Radiosender halt, im Digitalradio. Und da haben sie irgendwie ein bisschen was gesagt über den Film, so Bild Trivia und so, fand ich eigentlich ganz interessant. Ja. Und was es bei mir heute bei Timehop mal reingespült hat, da hatte ich vor einigen Jahren, vor 3 oder 4 Jahren, hatte ich so eine Seite gepostet, so ein A4-Bild. Da waren die ganzen Marvel Universe Filme drauf mit Starttermin, wo die das damals bekannt gegeben haben, ne, von diesem MCU. Und das passt tatsächlich immer noch. Also mir ist jetzt eingefallen, ne, also hat es bei mir jetzt hochgespült, da steht drin Black Panther, Februar 2018. Also die sind wirklich voll on track. Also hätte ich nicht gedacht, weil gerade bei so einer Riesenmenge Filme, die du parallel entwickelst, ne, und die Storys und alles, dass du das schaffst, so auf Jahre hinweg genau den Startmonat zu halten, das ist schon was. Also normalerweise hört man ja immer, ja, der Film ist verschoben oder so. Beeindruckend. Faszinierend. Platz 3 in Stuttgart ist Wunder. Platz 2 Maze Runner, die Auserwählten in der Todeszone. Und Platz 1 50 Shades of Grey. Ja. So ist das. Befreite Lust. Ja, nee, in den USA sieht es wie folgt aus. Da ist auf Platz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, muss ich mal nach unten zählen. Platz 10 ist ein Film namens Samson. Platz 9 ist Winchester, sieht nach einem Horrorfilm aus. Platz 10, 9, 8. Platz 8 ist Maze Runner. Platz 7 Early Man. Platz 6 The Greatest Showman, immer noch. Ja. Platz, wo sind wir jetzt? 5, ne? The 15 to 17 to Paris. Was ist denn das eigentlich? Ist das ein Zug oder sowas? Klingt fast so wie ein Zug. Three Americans discover a terrorist plot aboard a train while in France. Von Regie Clint Eastwood. Nicht schlecht. Also, drei Amerikaner sind irgendwie in Europa unterwegs und sind gerade in einem Zug, wahrscheinlich in dem 15 Uhr 17 Zug nach Paris und entdecken da einen Terroristen planen irgendwie, dass da was gemacht werden soll. Platz 4, Jumanji. Platz 3, 50 Shades. Platz 2, Peter Rabbit. Auf Deutsch heißt er dann Peter Hase. Habe ich auch schon die Trailer ein paar Mal gesehen. Sieht cool aus. Und Platz 1, Black Panther in den USA. Nicht schlecht. Und was startet neu diese Woche in Stuttgart? Ein Film startet Heilstätten. Das ist dieser YouTuber-Film. Wo da so eine Gruppe von YouTubern in irgendeinem, da gibt es so dieses alte Ding da, wo sie auch schon bei Joko und Lars irgendwie eine Nacht verbracht haben drin, ja, wo es schwuppen soll. Dieses Grusel-Sanatoriums-Dings. Genau. Und da gibt es halt eine Gruppe von YouTubern, die da irgendwie, ja. Aber das ist gescriptet, oder? Dem auf den Grund gehen. Ja, klar. Ja, wer weiß, nachher ist das irgendwie so ein. Ach.
Wir übernachten da mal Filmchen. Ach, gern. So. Die Verlegerin Weißt. startet auch, hatte ich ja vorhin schon bei den Tipps erwähnt gehabt, dass das vielleicht auch auf den Sneak-Tipp passt. Dann Wendy 2, Freundschaft für immer, startet. Bei ihrem zweiten Film steht Wendy vor einer großen Aufgabe. Der Hof von Oma Bertha ist bankrott. Das Preisgeld eines Reitturniers könnte den Hof retten. Also, wer sich ein bisschen mit Betriebswirtschaft auskennt, der weiß, dass so eine Einmalzahlung da auch keine dauerhafte Lösung ist. Also Ach, jetzt aber. ist es sehr vereinfacht hier für den Film. Ja, aber na gut, wollen wir sie mal an dem Glauben lassen, dass sie einmal ein Es ist Turnier gewinnt? Wendy. Ja. Ja. Dann Dr. Nock, ein Arzt mit gewissen Nebenwirkungen. Der Film mit Omar Sy, der auch schon bei Leinwandperlen lief in der Sneak Preview. Mit dem Typen hier aus Ziemlich Beste Freunde, ne, Omar Sy, der als Arzt in so ein kleines Kaff kommt und den Leuten irgendwie einredet, sie hätten irgendwelche Beschwerden, um da ein bisschen Geld zu kassieren. Der Geschmack von Leben, eine, oh Gott, was ist das? Mit Antje Nicola Mönning und Andreas Pegler. Der ist ab 18 Jahren der Film. Und jetzt kommt die Story, aufpassen. Erotische Komödie um die spermabegeisterte Videobloggerin Niki, die auf einem Roadtrip durch Deutschland die wahren Sehnsüchte der Menschen kennenlernt. Mein Gott, was ist das Okay. für ein Film, ey? Wie kann man denn Sperma begeistert sein? Die spermabegeisterte Videobloggerin Niki. Also, das ist Alter. ja echt kurios hier. Ab Das 18 ist so Jahren. lustig. Hätte man ja mal eine Sneak, wäre bestimmt gut angekommen, sowas, ey. Oh Gott, ich wäre So, gegangen. das war's diese Woche. Ist ja eine große Bandbreite dabei, Top-Auswahl. von Oscar nominiert bis schlüpfrig, bis amateurhaft in Klammern YouTuber, ja, bis hin zu französische Komödie und Wendy für Kinder ist auch was dabei. Also für jeden was Hey, dabei, für groß und klein, ein bunter Blumenstrauß an Themen. Und es gab ja letzte Woche ein Filmrätsel und heute gibt es natürlich die Auflösung. Rätselecke. Jetzt bin ich doch mal gespannt. Hatte ich eigentlich, ja. ich hatte doch das letzte Mal noch was getippt, ne? Oder war das das? Nee, ne, das war es Ja, das nicht. war es aber nicht. Das war es nicht. Nee. Dann. Also ich weiß nicht, ob das daran lag, dass ich jetzt mein Handy gewechselt habe und da irgendwie Daten verloren gegangen sind, aber ich habe auch mich eigentlich auch mal bei GMX Online geguckt. Ich habe keine Mail bekommen. Niemand hat mir geschrieben. What? Also entweder hat es keiner gewusst oder es hat mir einfach, haben mich einfach alle vergessen. Wer Naja, weiß. aber die Auflösung zu meinem Filmrätsel, ich sag nochmal, wie das Rätsel war. Die junge New Yorkerin arbeitet für einen Escort-Service, möchte aber Schauspielerin werden. Unter falschem Namen verbirgt ein, was? Nochmal, unter falschem Namen verbringt ein verheirateter Regisseur eine Nacht mit ihr. Am nächsten Morgen sehen sie sich beide beim Casting wieder. Er gibt ihr eine Rolle in dem Stück, in dem auch seine Frau mitspielt. Der Film heißt Broadway Therapy. Ah, ich habe schon mal von dem Film gehört. Also von Ja. dem Titel zumindest, aber. Ich meine nicht sogar, ich habe den mal gesehen. Und ich glaube, dass der gar nicht so schlimm war. Klingt ganz Ich lustig, ja. meine, also mir kam er total bekannt vor, deswegen habe ich ihn auch ausgewählt. Und Ja. mein Zitat: An ihrem Auftreten ist etwas nicht stimmig, Soldat. Ich hab's noch nicht ganz. Ist es Ihre Frisur oder ist es die Falte in Ihrer Hose? Es steckt ein Messer in meinem Fuß. Oh ja, natürlich, das ist es, das Messer. Das ist aus Hacksaw Ridge. Der ist ja letztes Jahr Oscar nominiert gewesen. Den fand ich ja auch ganz gut. Und genau. Nicht schlecht. So, Neuer Tipp. genau, aber erstmal nochmal erläutern, wie das geht für die geschätzten Zuhörer. Ja, die Kate liest gleich eine Filmbeschreibung vor zu einem Film, der irgendwie letztes Wochenende oder die letzte Woche im Fernsehen lief. Also wenn ihr eine aktuelle Fernsehzeitung habt oder es gibt ja auch sowas wie das Internet, da kann man ja mal gucken, was da so kam. Ja. Dann versucht mal zu erraten, um welchen Film es sich hier handelt. Und bei mir kommt nachher noch ein Filmzitat zu irgendeinem anderen Film. Und könnt ihr einfach mal eine E-Mail schreiben an kate@kinocast.net mit K-K-A-T-E, kate@kinocast.net. Und ja, dann könnt ihr mal tippen, was es wohl die Lösung sein könnte. So, und jetzt Kate, bitte. Als seine Schwester bei einem heiklen Museumstransport von skrupellosen Gangstern getötet wird, reist ein Polizist nach Los Angeles, um die Verbrecher zu finden. Dort wird ihm ein unkonventioneller Partner zur Seite gestellt, der absolut keine Lust hat, den neuen Kollegen zu bemuttern. Klingt nach einer
Buddy-Cop-Film hier irgendwas. Aber Museumstransport, habe ich jetzt gerade keine Idee. Da habe ich gerade keine Idee. Vielleicht fällt mir noch irgendwas ein. Ich habe ein Zitat. Der Film ist etwas älter, sage ich gleich, und es ist ein deutscher Film. Wer ihn gesehen hat, den Film, weiß eigentlich, was es ist. Pass auf, du, das ist eine Taucheruhr. Wozu brauchst du denn eine Taucheruhr? Na, wenn ich mal tauche. Mal gucken, wer das weiß. Da habe ich sogar damals im Kino gesehen. Jawohl. So, ich speichere mir das mal ab hier, dass ich das dann nächste Woche noch weiß. Du weißt wo oder was? Ich glaube, ich weiß es. Ich kann das leider nicht so sprechen, wie der Schauspieler das gesprochen hat. Aber ja, lustig. Okay, ich bin, ja. So, Kommentare. Kommentare hatten wir natürlich auch in unserem Briefkasten. Briefkasten. Den mache ich nämlich jetzt mal hier nebenbei auf. Und ich habe bloß gesehen, der Steff hatte, glaube ich, was. Wir hatten ja letzte Woche iTonya, Downsizing, Cloverfield Paradox. Und die Steff hatte geschrieben, echt interessant, wie unterschiedlich die Meinungen manchmal sind. Ich war richtig begeistert von Downsizing. Für mich wurde es auch erst richtig gut, als Christoph Waltz und seine Putzfrau aufgetaucht sind. Ich lache mich auch immer noch schlapp, wenn ich an den einen Blick von Christoph Waltz denke. Ja, ich weiß, was du meinst. Das fand ich auch cool. Aber dieses Ganze war für mich nicht nachvollziehbar mit dieser vietnamesischen Frau und zwar unglaublich schlecht synchronisiert. Das schreibt sie auch hier. Das mit der Synchronisation fand ich auch doof. Ich denke, der ist im Original deutlich besser. Denke ich auch. Übrigens fand ich es super, dass im Trailer sogar nichts über den Film verraten wird. Der setzt eigentlich nur den Rahmen und das ist es dann auch eigentlich auch nicht richtig. Genau. Setzt halt den Rahmen, irgendwelche Leute werden verkleinert und ja, es ist halt dann doch etwas eine seltsame Entwicklung, die Geschichte da nimmt. Und ja, ich hatte ja letzte Woche schon drüber. So sollte ein Trailer doch sein, schreibt sie. Lust machen auf den Film, aber nichts verraten. Ja, bei mir hat es ja auch funktioniert, hat Lust gemacht und leider hat sich das nicht so positiv bestätigt. Also, weil ich dann doch gedacht habe, mich erwartet was anderes als das, was dann kam. Denn die Trailer verraten eigentlich so mehr oder weniger gerade mal über den allerersten Teil. Der Film ist ja so viergeteilt, hatte ich das letzte Mal schon gesagt. Und verraten eigentlich mehr oder weniger nur über den ersten Teil was. Und dann hat sie noch Luna gesehen in der Sneak Preview. Der hat sie positiv überrascht. Beim Intro hatte sie schon schlimmste Befürchtungen. Sie dachte, es geht wieder in die Richtung Nur Gott kann mich richten, den sie auch hatten in der Sneak. Aber Luna hat alles, was Nur Gott kann mich richten falsch gemacht hat, richtig gemacht. Es sind einfach nicht alle Menschen abgrundtief böse, sondern es gibt auch menschliche Seite. Es beruht zwar keinesfalls auf einer wahren Story, aber basiert schon grob und überspitzt auf dem Leben von russischen Agenten in Deutschland. An einer bestimmten Stelle hätte der Film wirklich schlecht werden können. Glücklicherweise wurde der andere Weg gewählt. Ich fand ihn spannend. Er hatte unerwartete Wendungen und die Schauspieler waren auch okay. Für einen deutschen Film echt ganz gut. Nur die Wackelkamera hat sie sehr genervt. Sie gibt 7 von 10 Delfinhaar-Gummis. Und sie hat es auch geschafft, die Blu-ray zu schauen, die sie bei uns ja gewonnen hatte. Also hat ja jeder eine andere bekommen. Sie hat bekommen Man lernt nie aus mit Robert De Niro. Und ja, über den Film hatte ich auch schon mal. Also ich habe natürlich nur Filme verschenkt, von denen ich selber angetan bin, muss ich dazu sagen. Ich fand ihn ja auch ziemlich gut damals und ziemlich cool gemacht. Und sie gibt auch 8,5 von 10 zugemüllte Schreibtische und sie bedankt sich nochmal für den Gewinn. Ja, super. Können sich ja die anderen vielleicht auch mal zu Wort melden, einen Kommentar schreiben, wie ihr so fandet, eure Filme. Das wäre ganz cool. Aber ihr müsst mir nicht nach dem Mund reden, also auch wenn ihr jetzt wisst, dass mir die Filme alle gefallen haben, die ich verschenkt habe, ihr könnt ruhig sagen, ja, der hat mir jetzt nicht so gefallen, aus dem und dem Grund. Wäre auch ganz interessant. Und ich werfe gleich mal noch einen Blick rein, was so bestellt worden ist in der vergangenen Woche. Denn der Kinocast lebt ja von euren Spenden. Ihr könnt zum einen in PayPal-Spende machen. Das hatte ja auch der... Ach, das habe ich schon wieder. Beim nächsten Mal muss ich mir den Namen mal hier notieren oder ich suche sie nebenbei mal. Super vorbereitet wieder mal. Ja,
Zumal, wenn er schon hier ein halbes Jahr die Serverkosten gesponsert hat, dann müsste man ihn eigentlich jedes Mal dann nochmal ordentlich nennen. Aber beim nächsten Mal suche ich es dann ordentlich raus. Das verspreche ich. Dann nenne ich es nochmal. Das geht zum Beispiel über diese PayPal-Buttons. Ihr findet auf kinocast.net ganz oben so einen Menüpunkt, heißt Danke für eure Unterstützung. Da findet ihr diverse Möglichkeiten, was ihr tun könnt. Ihr könnt uns zum einen zum Beispiel bei Auphonic Zeit schenken. Wir nutzen so ein Programm. Das macht hier so diese Klangverbesserung, damit das eben ordentlich dann klingt, wenn ihr das zum Beispiel mit Kopfhörern oder im Auto hört, dass da nicht irgendwie Lautstärkeunterschiede, dass einer ganz laut ist, einer ganz leise und ihr müsst immer hin und her drehen oder irgendwelches Rauschen. Und das macht Auphonic echt gut, auch dass so die Kapitelmarken da sind, dass ihr sagt, oh, den Film, den kenne ich schon, da will ich jetzt nichts drüber wissen oder den Film will ich noch schauen, da möchte ich mir jetzt erstmal nicht die das Gelaber der beiden anhören darüber, dann kann man nämlich mit einem entsprechenden Podcast-Player kann man das Kapitel überspringen. Das macht alles Auphonic, da kann man das schön eingeben und auch diese Coverbilder, die man mal sieht, das geht auch über Auphonic. Und da kann man uns Zeit schenken. PayPal hatte ich schon genannt. Bitcoin kann man auch überweisen, falls jemand was übrig hat. Der Kurs geht ja gerade wieder runter. Vielleicht will irgendjemand sein Bitcoin-Konto auflösen, will uns ein paar da lassen. Oder eben Amazon. Das heißt, auf unserer Seite findet ihr so Filmempfehlungen, DVDs, Blu-rays. Einfach draufklicken und bestellen oder irgendwie weitersuchen bei Amazon. Was ihr dann bestellt, das wird dann verprovisioniert. Da kriegen wir dann einen kleinen Prozentsatz von eurem Umsatz mit ab. Das ist jetzt nicht die Welt, aber es ist trotzdem sehr hilfreich, wenn das viele machen. Und deswegen möchte ich mich bei allen bedanken, die in der letzten Woche folgende Sachen bestellt haben. Einmal die Eismeerhexe, steht hier nur. Jetzt muss ich mal gucken, was das ist. Ah, das ist eine Audio-CD, ein Hörspiel. Dann ist wahrscheinlich der Planet der Magier und die Totenmaske aus Atlantis auch ein Hörspiel. Aber das steht hier auch so da in dem gleichen Format. Spannbetttücher hat hier jemand bestellt, vielen Dank. Warehouse 13, die komplette Serie als Box, Heroes Gesamtbox und 24 Legacy, vielen Dank. Was ist das? Kaspersky Internet Security Upgrade. Oh, wusste ich gar nicht, dass man das auch. Und was ist das? Ein Folienset. Folienset, was ist das? Ach so, das ist so Einpack, wahrscheinlich so Einpackrollen oder sowas für irgendwas. Ach nee, nee, jetzt sehe ich die Bilder. Das ist, um so irgendwelche frischen Sachen in der Küche so die Luft rauszuziehen, hier so einzulaminieren. Diese Folie. So Folien. Vakuumierer. Nee, nur so die Vakuum. Folien. Nur die Folien dafür. Okay. Ja, vielen Dank an alle, die sich hier irgendwie wiedergefunden haben. Und nutzt das auch weiter. Unsere Affiliate-Links, das hilft ungemein für irgendwelche. Allein schon, ich habe jetzt wieder letztens die Pakete verschickt gehabt, auch die zwei Blu-Rays, die kriegen wir dann zwar gestellt von den Verleihern, aber die Portokosten und so, die bleiben dann auch wieder bei uns, auch mal schnell irgendwie so 3 Euro für so ein Päckchen, ne? Jeweils, ne? Das läppert sich halt immer und die Serverkosten dazu. Ja, hast du noch irgendwas? Nö. Erst nächste Woche wieder. Dann möchte ich nur, auch wenn der Chris jetzt gerade nicht heute dabei ist, dann darauf hinweisen, hört mal rein bei pausentee.net, denn jetzt ist ja auch gerade aktuell die Olympiade, die in Südkorea, und da findet natürlich auch Eishockey statt und da wird es auch einige Sendungen geben beim Chris, beim pausentee.net, und er hat jetzt auch diese schöne Software hier, weil das hat ihm sehr gefallen letzte Woche mit diesem Button hier. Und hat er sich nämlich auch gleich mal installiert. Genau, und bei ihm im Eishockey thematisch, da gibt es natürlich auch viel mehr so Quatsch-Sachen, die man da abspielen kann, und hat auch schon in der letzten Sendung genutzt. Also ist er auch wirklich jetzt ein Riesenschritt nach vorne von der Aufnahmesoftware und von der Spielerei. Hört da mal rein, pausentee.net. Ansonsten, ich bin nächste Woche ein bisschen beruflich unterwegs. Wer mir folgt auf Instagram oder Twitter oder Facebook, weiß ich nicht, ob ich da was schreibe, aber auf Instagram werde ich bestimmt ein paar Fotos machen, kann mal gucken, wo ich so gelandet bin. Ihr könnt auch gerne raten, wo es hingeht. Und bring mir was mit. Dann auch, ja, mal gucken. Dann könnt ihr auch gerne an kate@kinocast.net eure Tipps schreiben, wo ihr denkt, wo der Erik gerade ist. Das ist das neue Rätsel. Wo ist Erik? Das ist nicht, wo ist Waldo, sondern wo ist Erik?
Genau, gab es auch ein schönes Spiel damals auf dem C64 oder was, Amiga, Where in the World is Carmen Sandiego. Ja, dann schreibt das auch mal mit an kettetkinocast.net. Ich werde erstmal nur ein paar Fotos posten. Vielleicht kriegt es da schon jemand raus, wo ich gelandet bin. Und ansonsten hören wir uns dann nächste Woche wieder. Vielen Dank, Kate, fürs Mitmachen. Grüße an Chris, falls er bis hierher zugehört hat. Und dann bis nächste Woche. Tschüss. Macht's gut. Tschüss. Bis bald im Kinocast.